بسم الله الرحمن الرحيم im Namen Allahs des Allerbarmers des Barmherzigen aller Lob sei Allah dem Herrn der Welten Frieden und Segen sei auf seinem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Liebe Schwestern im Islam und liebe Nicht-Muslime, heute hat sich in Mönchengladbach traurigerweise das ereignet, was wir die ganze Zeit befürchtet haben und wovor wir die ganze Zeit gewarnt haben. Wir haben schon die ganze Zeit gesagt, dass wenn die Hetze so weitergeht, dass die Muslime auf offener Straße umgebracht werden. Heute auf offener Straße kam es zu einem Mordversuch an Abu Adam, das heißt einige Neonazis riefen da Deutschland den deutschen Salafisten raus, worauf er gesagt hat, ich bin auch Deutscher. Daraufhin sind sie wild greifend auf ihn und seine Familie losgegangen. Kleine Kinder, seine Frau konnte sich retten. Und er hat sich dann auch gerettet, und hat, weil ein Angreifer, der ja wie von Tollwut besessen mit Schaum im Mund ihm hinterher ist, hat gesagt, wir brennen euch ab und so weiter und so fort. Ja, hat dann die, er konnte sich dann noch retten in ein Haus rein, hat die Tür zugemacht. Wurde dann eingetreten, die Tür wurde reingetreten, um die einzutreten. Und ja, vermutlich waren diese Täter, diese Neonazis, diese aufgestachelten, hasserfüllten Leute, die versucht haben, sogar auf Kinder loszugehen. Die Kinder von Abu Adam waren am Weinen gewesen und die Frau ist schnell laufen gegangen, hat Angst gehabt. Ja, und die waren vermutlich angestachelt durch den Herrn Scholz von der Bürgerbewegung und durch Detlef Hüvel und Gabi Peters von RP Online, die ganze Zeit diese ganzen Hetzartikel gegen uns geschrieben haben. Wir würden hier planen, die Menschen terroristisch gegen sie vorzugehen und so weiter. Und natürlich auch durch RTL, durch diese Hetze von RTL, ja, wo sie gesagt haben, ja, wir würden die Kinder zu Terroristen ausbilden wollen. Das ist das Ergebnis davon, was dort heute passiert ist. Es ist dann so weit gekommen, sie waren ihn dann weiter am Angreifen und wollten halt auf ihn losgehen, um ihn da zu lynchen. Und, aber Alhamdulillah, sie wussten nicht, dass oben in dem Haus einige Brüder waren, die dann runtergekommen sind und diese Nazis dann in die Flucht geschlagen haben. Also die Nazis sind dann geflüchtet, einige davon, die haben richtig Prügel bekommen. Ja, und Alhamdulillah, aber stell dir vor, die Brüder wären jetzt nicht da gewesen. Deswegen, liebe Geschwister im Islam, müssen wir alle zusammenhalten. Ich sage Ihnen nochmal, wir dürfen uns trotz alledem nicht provozieren lassen, müssen friedlich bleiben. Aber wir müssen auch bereit sein, uns selber zu verteidigen. Das ist jetzt sehr wichtig geworden in der Zeit, durch die Hetze von RP Online, wie gesagt, und durch die Hetze von der Bürgerbewegung, von Herrn Scholz, die überall die schlimmsten Dinge über uns erzählen, ja, die einfach die Lügen erzählen, um Hass und Angst vor uns zu führen. Dadurch ist es halt jetzt so weit gekommen. Und liebe Brüder, trotz alledem, versucht friedlich zu bleiben. Aber wir sagen auch, morgen wird es wahrscheinlich wieder, es könnte sein, dass morgen wieder in Mönchengladbach zu Überfällen kommt. Diese Neonazis, die gehören wohl auch zu den Hooligans dort. Und die wollen, es wird gesagt, dass die halt mit mehreren Leuten kommen wollen und halt Jagd auf die Muslime machen wollen. Also es geht jetzt da richtig die Post ab. Und wie gesagt, wir können auch die Hilfe von allen Brüdern und Schwestern, können wir gebrauchen, wie gesagt, aber verhaltet euch, wie gesagt, friedlich, inshallah. Das ist, wie gesagt, das Ergebnis der Hetze gegen die Muslime in Deutschland. Wie soll es weitergehen? Aber wir wissen, dass diese Leute keine Moral haben. Wilf, der Herr Scholz, ein Lügner, der Lügen erzählt, der erzählt, wir würden Leute bedrohen, dass sie Gelder für uns einnehmen würden, damit sie Gelder für uns spenden. Ja, die RP Online, die erzählen, wir würden zum Heiligen Krieg rufen in Seminaren, ja. Detlef Hüvel. Ja. Lügen werden verbreitet. RTL, die Lügen verbreiten, die sagen, Kinder sollen in der Islamschule zu Terroristen ausgebildet werden. Das ist das Ergebnis der Lügen. Aber wir wissen jetzt, dass diese Leute keine Moral haben, denn wir haben sie so oft darauf aufmerksam gemacht. Und sie haben ganz genau gesehen, dass das alles Lügen sind, die sie erzählen. Aber sie machen weiter. Bis wann wollen sie weitermachen? Aber Moral werden sie nicht haben, sie werden nicht umkehren.
Deswegen ist es für uns wichtig, weil in Deutschland gibt es auch so viele gute Menschen, die die Wahrheit sehen wollen, dass wir ihnen die Wahrheit zeigen und dass wir ihnen klar machen, dass die Medien von Berufslügnern wie Detlef Hübel und Gabi Peters besetzt sind. Deswegen, liebe Brüder und Schwestern, bleibt ruhig, klärt die Menschen auf. Aber ihr müsst auch wirklich, wirklich vorsichtig sein jetzt, wenn ihr auf die Straße geht. Insbesondere in München-Gladbach, wo diese Hetzkampagne schon seit Wochen weitergeht. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.